Es geht munter weiter mit der Sommerzeit in Ramstein-Miesenbach. Diesmal stand das großartige deutsch-amerikanische Freundschaftsfest auf dem Programm. Los ging es am Freitagabend mit der Begrüßung von Bürgermeister Ralf Hechler und Kommandant Richard Clark von der Military Community Kaiserslautern. Groß und klein fiebern mit Vorfreude der Touch-and-Go-Formation der USAV Band entgegen und dann ging es auch schon los mit der Mucke. Um 21 Uhr war dann die Truppe von Impact an der Reihe und der Prometheuser Platz füllte sich weiter von Minute zu Minute. Einfach nur geile Stimmung, würde ich mal sagen. Kinder müssen ins Bett, von wegen, auf die Bühne gehören sie, so könnte man es schon fast sagen. Oder was meint ihr? Für Nachwuchs ist also schon mal bestens vorgesorgt. Sonntag in der Ramsteiner Innenstadt. Das deutsch-amerikanische Fest hat für beide Nationen eine große Bedeutung, so kam nicht nur die deutsche, sondern auch die amerikanische Feuerwehr vorbei zum Ausstellen ihrer Gerätschaft. Das Museum zum 150. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Ramstein kann man sich noch bis zum 24. Juni anschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Moment mal, ist das nicht etwa? Ja, er ist es. Santa Claus ist tatsächlich zu Besuch in unserer kleinen Stadt Ramstein-Miesenbach. Einfach nur himmlisch das Zusammentreffen mit ihm und den vielen Besucherinnen und Besuchern. Tante Lilly war natürlich auch wieder mit ihrer Kinderanimation mit dabei. Luftballons und Schminken war angesagt bei den Kids. Joe Facker, der das Event mal wieder sagenhaft gemanagt hat, erzählt euch nun mal ganz persönlich, was für eine enge Verbindung er zu den Amerikanern hat. Ja, für mich ist das so ganz wichtig. Ich habe die letzten 25 Jahre als aktiver Soldat bei der NATO gedient und habe also sehr eng mit Amerikanern zusammengearbeitet, war mehrfach im Einsatz in Afghanistan mit amerikanischen Streitkräften zusammen. Und meine Tochter ist mit einem Amerikaner verheiratet, mittlerweile selbst Amerikanerin, lebt auf Hawaii. Und ich sage also ganz toll, von da habe ich sowieso ein ganz besonderes, ja, eine ganz besondere Verbindung zu den Amerikanern. Und für mich war es auch wichtig, auch vom Angebot her, so wie wir das Ganze gestaltet haben, dass wir deutsch-typisches Essen anbieten, wie jetzt wir heute ganz deutsch-typisch die Reservisten bieten, Erbsensuppe zum Beispiel. Es gibt die normale Grillwurst, es gibt Spießbraten, es gibt Pizza, es gibt Crepe und Waffeln. Amerikanisches Streetfood gab es natürlich auch, Hamburger, Hot Dogs und natürlich das Super Pulled Pork vom Restaurant Bühne Big Steak. Danke, es war einfach nur saulecker. Der Samstag hat nachmittags extrem unter der Hitze gelitten. Wir haben 15 Uhr begonnen bei 35 Grad mit Country-Musik und Line-Dance. Die Line-Dancer des Mecker Nationenhaus haben mir eine Seele leid getan, weil in der prallen Sonne mit Cowboy-Hut zu tanzen und die haben 2 Stunden fast durchgetanzt. Alle Ehren wert, ne, Chapeau, liebes Mecker Nationenhaus, ne, das habt ihr richtig gut gemacht. Und ich denke mal auch für die Svenja, das war ihr dritter Live-Auftritt mit Skyfall, waren also schon weit über 1000 Menschen da. Und als dann Samstagabend die Habachtaler die Bühne gerockt haben, gehe ich mal von aus, dass wir um die 3000 Leute hier auf dem Platz hatten. Der Platz war richtig proppenvoll und es war eine ganz, ganz tolle Stimmung. Und vor allem, was ganz wichtig ist, es war eine ganz friedvolle Stimmung. Wir hatten null Probleme mit Security, absolut gar nichts. Und das ist das Entscheidende. Gemeinsam miteinander feiern. Ein toller Abschluss mit einer besonderen Band. Pop und Rock mit Handicap. Eine super Sache und wieder ein klasse Wochenende hier in Ramstein-Miesenbach.